Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute mal wieder mit Doppelleiste unterwegs, weil ich eigentlich, ja gut, in dieser Armee jetzt nicht ganz so viel drin habe, aber mal sehen, was wir eigentlich putt machen können. Mal gucken, was wir putt machen können. Was haben wir denn eigentlich am Start? Wir haben Yetis hier am Start. Gucken wir mal, dass wir die Ecke da machen oder die Ecke da. Ich glaube, man kommt besser immer einem Scattershot entgegen. Ich glaube, da machen wir die Ecke hier putt. So, einmal, zweimal und dann geht der Scattershot dort down und dann muss ich jetzt mal gerade gucken, drei da, drei da, alles Single. Ich glaube, ich gehe mal besser mit meiner Queen hier los. Ich habe keine Loons dabei. Fragt mich nicht, warum ich keine Loons dabei habe, Leute. Ich habe einfach keine dabei. So, ich habe einfach keine dabei. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen fixer sein. Das ist jetzt noch ein Legendenfight hier. Nehmen wir mal die Kaserne hier mit rein und den King. Ah, den King nehmen wir mal damit zu, obwohl der King gleich, glaube ich, so ein bisschen die Segel strecken wird. Wo geht denn meine Queen hin? Okay, dann müssen wir das Rathaus jetzt gleich von da machen. Ach, herrje, nee. Okay, was wir aber in jedem Fall auch machen müssen: Wir müssen die Clanburg friesen. Und die gehen außen rum, aber meine Bowler sollen wenigstens mit reingehen. Och nein, die Bowler sind doch viel näher. Ich gehe mal die Krise. Was macht denn der? Die waren doch viel näher, die Bowler dort. Und ich habe einen Heilzauber am Start, okay. Oh mal, ja, jetzt hat er da hinten nur die dusseligen Bowler drin. Naja, toll. Mal sehen, ob wir nicht vielleicht noch hier was mit dem Royal Champion holen. Die Bowler waren einwandfrei im Kreis von dem Warden und trotzdem haut er mit denen ab, sodass das jetzt wieder nur ein Einsterner wird hier. Das ist echt mal wieder ärgerlich. Also, ach, kotzt mich manchmal auch an hier. Ich hatte gedacht, der läuft immer so gut und haut er mit den Yetis ab. Okay, die Yetis sind in jedem Fall wichtiger als die Bowler. Naja, dann ist es halt so. Mann, 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 das ärgert mich echt schon wieder. Und auch, ich meine, dass die Queen jetzt so abgehauen ist, war gar nicht mal so tragisch. Jetzt hatte ich zwar auf der Seite keinen Scattershot, aber ich hatte den natürlich jetzt auf der anderen Seite. Aber darum geht es heute gar nicht. Ich wollte den Angriff einfach nur hinter mich bringen, denn das war heute mein erster Angriff. Ja, okay, da starte ich heute mal mit minus 6. Gestern habe ich aufgrund der Livestreams gar nicht angegriffen. Ich meine, zweimal immerhin mit einem plus 40 und plus 23 bin ich am Ende mit minus 77 rausgegangen. Das ist gar nicht mal schlecht dafür, dass ich achtmal angegriffen wurde. Ja, ich halte mich hier mehr recht als schlecht. Das ist so für mich vollkommen in Ordnung. Aber ihr seht es ja auch schon im Thumbnail. Heute kam einfach mal so eine neue Truppe und heute kam die Wartezeit endlich raus, wie lange wir noch auf das Rathaus 14 warten müssen. Nämlich immer noch 300 und eine It's a bug. Okay, it's a bug. Sorry for the hassle, Chief. Okay, also irgendwie kam es hier in den Events. Das ist, glaube ich, immer noch drin. Loading, 364 Tage, 20 Stunden. Was soll uns das sagen? Heißt das jetzt, wir müssen jetzt noch 364 Tage warten, bis Rathaus 14 kommt? Oder müssen wir 364 Tage, 20 Stunden warten, bis Clash of Clans das Spiel vom Markt nimmt? Kann ja auch sein, weiß man nicht. In 7 Tagen fangen in jedem Fall die Clan-Spiele an. Und ja, da möchte man natürlich eine passende Truppe am Start haben. Ich weiß nicht, plötzlich kam ja hier, habt ihr ja auch schon gesehen in die Events, Bust Loose, wir müssen einen Super Archer nehmen. Die Super Archer sind einfach so mal hier reingekommen, so mir nichts, dir nichts. Habe ich auch noch nicht so erlebt von Supercell, dass die einfach so moin Leute, neue Truppe, macht mal. Und time for some Super Action, yo, power up one Super Troop at A time from Town Hall 11. Also ihr könnt den Super Archer ab Rathaus 11 spielen, wenn ihr sie denn auf 8 habt. Ich kann euch die gar nicht live zeigen, außer wenn wir sie jetzt gleich mal kurz mal ausprobieren. Aber ich habe im Moment kein Rathaus 11, die Archer schon auf 8 haben. Die sind alle noch auf 7. Ich habe das eben mal gecheckt. Und ich habe jetzt auch mit dem Thorsten hier noch die anderen Supertruppen hier am Start. Nämlich die Riesen habe ich immer noch. Ja, 11, 10 Stunden noch. Und dann könnte ich den Super Archer nehmen, aber ach, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ganz, ganz viele Stimmen schon gesammelt und gehört. Wir nehmen die eben mal. Wir nehmen die eben mal. Mal gucken, was wir hier reißen können. Die machen einen Shot durch
zwei, drei Gebäude gleichzeitig. Das können wir mal eben checken. Wir nehmen hier aber mal kurz schon mal so einen Wut und nehmen hier mal eins, zwei hin. Die sind also nicht sneaky, aber ihr seht, die gehen ganz gut durch. Bis auf, na, mal gucken, wo sie noch hingehen und machen auch ganz gut Wumms. Ein Schuss noch, jawohl, dann fällt der Adler. Auch nicht schlecht. Wie können wir das weitermachen? Wir können hier mal 1, 2 auf den Single Inferno setzen. Mal sehen, ob die den schaffen. Aber den X-Bogen dahinter packen die nicht, ne? Okay, aber den X-Bogen dahinter, den schaffen die nicht. Der steht auf Boden. Oh, oh, oh. Echt mal merkwürdig. Ah, der geht jetzt schon dahin, okay. Ah, den muss man ein bisschen geschickter setzen, glaube ich, ne? So ein bisschen geschickter setzen. Und der Schuss ging jetzt immer noch nicht ganz durch. Aber jetzt fällt der Inferno. Okay, jetzt fällt der Inferno. Und dann nehmen wir hier mal so ein bisschen den Rest rein. Aber die X-Bögen hier sind unheimlich stark. Und wir können auch nur einfriesen. Okay, wir können hier nur einfriesen. Mal gucken, wie weit die kommen. Aber man sieht das schon ganz deutlich oder gar nicht mal so schlecht, dass die gut durchschießen. Die sind ein bisschen langsam, finde ich. Sie sind ein bisschen langsam, müssen also von irgendwas geschützt werden, von Tanks oder so. Aber hier kann man es jetzt schön sehen. Auf die Range machen die natürlich ganz gut was kaputt, kriegen jetzt von der Kanone erst relativ spät Beschuss und haben auch, sie haben auch ein paar Trefferpunkte. Ich glaube 500 Trefferpunkte haben die auf Max Level. Und naja, ein bisschen geht's ja. Aber so wirklich auch nicht. Ne? Also da müssen in jedem Fall Tanks vor, würde ich sagen. Bevor wir die das erste Mal nutzen, puh, ich weiß nicht. Ob wir überhaupt dieses Spielchen schaffen. Leute, ich kann es euch... Ich bin nicht wirklich überzeugt, ob die wirklich hier einen, ob die einen guten Platz in der Truppe darstellen. Okay, ah ja, alles klar. Mal gucken, wie die so auf Helden sind. Also, was heißt auf Helden? Wir müssen jetzt hier erstmal den wegmachen und die gehen jetzt auch auf die Queen. Klar, das ist, Leute, das ist eine 1er Queen. Lass da mal eine Level 75 Queen stehen. Dann sieht das gleich ganz anders aus, das kann ich euch sagen. Und auch das ist nur ein 1er King hier. Der haut jetzt trotzdem. Naja, er schafft keine. Ah, was können wir denn mit denen wirklich machen? Was können wir mit denen wirklich machen? Das ist echt schwierig, würde ich sagen. Wirklich ultra schwer. Ja, nein. Wir können ihn natürlich nicht so mit der Masse setzen, wie der Toto das jetzt hier macht. Ich will ja nur mal checken, wie weit die so kommen und was sie so bringen. Und ich muss feststellen, ja, sie können vielleicht zum Funneln ganz gut sein. Vielleicht für einen Funnel oder so. Aber um einen coolen Funnel hinzubekommen, für ein mit ein, zwei Lager, da sind sicherlich die kleinen Gobbys immer noch die bessere Wahl, kann ich mir vorstellen. Die habe ich auch noch mal im Blick hier vom Zackelwahn. Der hat damit, glaube ich, eben angegriffen, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und da müssen wir mal kurz den Fokus hier unten hinsetzen. Ja, ich weiß nicht. Wenn man jetzt hier die kleinen Bogenschützen nimmt, dann gehen die in jedem Fall sofort kaputt am Scattershot. Die werden ja nicht einen einzigen Schuss aushalten. Da sind die Sneakies hier schon ein bisschen netter. Cooler Sprung hier. Ich habe erst gedacht, oh, Sprung vergeicht, aber nein, der Sprung geht bis ins Rathaus rein. Und ja, so viel. Also man kann schon, glaube ich, ein bisschen besser mit den Sneakies hier gefunneln. Da gehen sogar unter Umständen Barbaren, aber 12 Platz kosten die auch. Und selbst beim Batschen. Na gut, wenn die Lager hintereinander liegen, du schickst ein paar Barbaren davor und die machen immer zwei, drei Lager hinterweg. Ja, vielleicht, aber ich glaube, so als Clankriegstruppe eher nicht zu gebrauchen. Naja, vielleicht doch. Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere wird die equippen und wird das Gold oder das Elex einfach rausballern, das Dunkle. Ich mache das vielleicht morgen auch, muss ich mal gucken. Aber wahrscheinlich schreiben mich die Leute dann per E-Mail an. Ich möchte Ihnen doch bitte die Bogenschützen spenden, weil ich der einzige Dussel bin, der die dann vielleicht equipped hat. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht, aber alle können dann zumindest das Spiel mal machen und es gibt auch nur 25 Gems dafür und ich glaube ein bisschen EP und ein bisschen und irgendeinen Trank. Naja, immerhin etwas besser als, dass es gar nichts gibt. Man hat auch 14 Tage Zeit dafür und zur Liga möchte ich ganz gerne wieder die Supermauerbrecher haben und nicht unbedingt irgendeine andere Truppe, also Supermauerbrecher und glaube ich die Goblins sind nach wie vor erste Wahl, wenn es darum geht, die
Klankriegsliga wieder zu spielen. Hat er schön gemacht hier mit den Mass Hawks hier, also Sui Max Hawks. Haben wir gestern Abend auch öfter sehen müssen, denn wenn ihr die Livestreams am Wochenende verpasst habt, also vor allen Dingen am Sonntag, da war ich ja mal ein bisschen eher da. Hat auch einige dann plötzlich überrascht, Toto schon mal um 19 Uhr da. Das gibt es auch eher selten, aber die Viertelfinals fingen um 19 Uhr an auf vier Kanälen. Beim Yves Kalle, beim Rambo, beim Sir Triple M, sage ich immer. Und bei mir, und dann ging es halt weiter in die Halbfinale und dann auch dritter Platz. Bis dahin habe ich dann gestreamt und das Finale hat der Yves Kalle gemacht. Alles ultra spannend. Also DCM war mal wieder ein absolut herausragendes Turnier, was unheimlich Spaß macht. Das Format macht unheimlich Spaß, weil du ja auf Sachen verzichtest, auf die du sonst nicht verzichtest. Und das zählt schon, glaube ich, an den Nerven. Der Klarkrieg hier zählt nicht an den Nerven. Wir führen hier mit 50, 59, alles klar, dann ist verkehrte Welt. Wir führen hier mit 3 Sternen im Moment im Dreierbereich. 9 Stunden noch Zeit, also alles ganz locker hier. Ja, ich wollte eigentlich nur auf die Supertruppe einmal eingehen, denn ich war auch ein bisschen überrascht heute, als ich angemacht habe und denke, och, eine Supertruppe, okay. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. In 7 Tagen fängt die Liga ja an. Und ihr habt das ja gesehen, ich habe es auf meinem Community-Tabs, glaube ich, überall gepostet. Ich bin hier schon seit ganz, ganz lange fertig, weil der zweite, der fertig war, ich glaube, nach 4 Stunden. Ich habe wirklich nur diese ganzen Nachtdorfaufgaben gemacht. Das war das Sinnigste, was ging. Da habe ich mich einfach mal durchgequält und so kriegt man relativ schnell die Punkte zusammen. Naja, ob wir die denn wirklich nehmen, wir wissen es noch nicht. Und ob in 364 Tagen und 20 Stunden Clash of Clans die mobile App-Welt hier verlässt oder wir Rathaus 14 kriegen, das wissen wir im Moment auch noch nicht. Also alles im Moment Spekulation, aber das Update hier war ja mal völlig überraschend. Also jetzt für mich in jedem Fall. Ich wusste zwar, dass irgendwas Neues kommt, aber so ganz so ohne alles, so zack, hier nehmt mal. Das hat es, glaube ich, in der Clash of Clans-Welt so auch noch nicht gegeben. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, ob das doch noch schon mal so war mit einer anderen Truppe, aber ich kann mich da nicht dran erinnern, dass es mal so war. Naja, okay. Wie gesagt, ja, ich werde sie equippen und dann machen wir nochmal eine Folge, denke ich mal, wo ich sie dann verspende. Nein, ich werde sie vielleicht auch mal nehmen. Mal sehen. 7 Tage müsste eigentlich passen. 7 Tage den Sneaky. Nicht den Sneaky, sondern den Super Archer. Entschuldigt ist nicht der Sneaky Archer. Entschuldigt ist der Super Archer. Und danach habe ich dann die Mauerbrecher wieder frei für die CWL. Und ich glaube, das passt für mich ganz gut oder am besten. Und dann gebe ich auch ganz gern aus. Die sind ja recht günstig. 50.000 Dunkles, das ist ja mal nichts. Wenn euch das Ganze trotzdem so ein bisschen gefallen hat, kurz mal Vorstellung, meine Meinung. Ich meine, die kleine Prinzessin da auf der rechten Seite sieht so ein bisschen komisch aus mit den langen Haaren und der geliehenen Brille von Batmans Kumpel Robin. So hätte ich so. Das war mein erster Gedanke, Leute, tatsächlich. Und der Bogen. Sieht zwar sehr, sehr stark aus, ist auch sehr, sehr stark, aber gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig für alle, aber so ist das in Clash of Clans mit jeder neuen Truppe. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und dann finden die auch hier ihren Platz sicherlich nicht nur in dem Thumbnail, sondern auch in dem Spiel. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und an den Livestreams dranbleiben, die kommen unter Umständen auch für euch ein bisschen überraschend. Am Mittwoch machen wir in jedem Fall wieder ein bisschen Beachpart. Ich habe mich mal wieder angemeldet für ein Turnier. Und dann habt ihr erstmal einen coolen Wochenstart. Ich verbleibe. Danke, euer Toto. Eschner.